Herzlich willkommen auf minitechnet.de. Heute darf ich euch das MSI X340 von der X-Slim-Serie vorstellen, das im Vergleich zum Apple MacBook Air fast 900 Euro weniger kostet. MSI hat mit der X-Slim-Serie und mit dem X340 ein Kult-Sub-Notebook geschaffen, ganz nach dem Vorbild des Apple MacBook Air. Auch wenn MSI damit das Design vom Apple MacBook Air fast kopiert hat. Das MSI X340 ist gleich dünn gebaut, hat die gleiche Linienführung und auch ein leuchtendes Logo auf dem Displaydeckel. Allerdings ist das Gehäuse des MSI X340 auch wegen des großen Preisunterschiedes zum Apple MacBook Air nicht aus Aluminium, sondern aus Kunststoff. Die Stabilität ist aber gut und die Glanzlackierung an der Oberseite dank zusätzlicher Beschichtung zudem kratzfest. Die Modelle in den Farben Titan, Silber und Magic Black sind jedoch anfälliger für Fingerabdrücke, während man diese im hier gezeigten weißen Modell kaum sieht. Die Tastatur des MSI X340 hat im Gegensatz zum Apple MacBook Air keine einzeln ausgeschnittenen, sondern quadratische Tasten. Das Schreibgefühl ist allerdings etwas schwammig. Der Raster beträgt zwar mit 19 mm Desktop-Niveau, allerdings ist der Abstand zwischen den Tasten zu gering. Mehr Abstand zwischen den Tasten und vor allem breitere Shift-, Enter- und Cursor-Tasten wären sicherlich sinnvoll gewesen, zumal auf jeder Seite noch 2 cm Rand übrig bleiben, die MSI eigentlich ausnutzen hätte können. Das Touchpad ist mit 8x5 cm riesengroß, allerdings fehlt es sowohl an einem Scrollbereich als auch an einer Multitouch-Funktion. Das MSI X340 Sub-Notebook ist in 2 Versionen erhältlich. Die günstigere Version kostet 699 Euro und ist mit einem Intel Celeron M mit 1,2 GHz Prozessor ausgestattet. Die teurere Version, die 899 Euro kostet, verfügt über einen Intel Core 2 Solo SU3500 Prozessor mit Penrincan und 1,4 GHz Taktfrequenz. Mit diesen Prozessoren wird zwar nicht die Leistung des Apple MacBook Air erreicht, denn beide Prozessoren sind nur Single Cores, allerdings ist der Core 2 Solo doppelt so schnell als wie der Intel Atom, der derzeit hauptsächlich in Netbooks eingesetzt wird. Im Praxistest wurde die CPU sogar angeblich auf 1,6 GHz übertaktet, allerdings handelt es sich dabei nur um falsch ausgegebene Parameter der verschiedenen Eco-Modi. Dennoch ermöglicht dieses Sub-Notebook trotz der geringen Leistung dieses Prozessors im Vergleich zu einer normalen Intel Core Duo CPU das Ansehen von HD-Videos, selbst ohne Hardware-Beschleunigung, die leider in manchen Fällen, vor allem mit H.264-Videos, Bildartefakte erzeugt. Die Grundausstattung mit 2 GB RAM und einer 320 GB Festplatte ist sehr gut, allerdings kann man die einzelnen Komponenten wegen der dünnen Bauweise nicht aufrüsten. Das MSI X340 punktet vor allem mit vielen Schnittstellen gegenüber dem Apple MacBook Air. Das Apple MacBook verfügt zum Beispiel nur über einen Mini-DVI-Videoausgang, einen USB-Anschluss und einen Kopfhörerausgang. Währenddessen ist das MSI X340 sogar mit 2 Videoausgängen, nämlich einen VGA und einen HDMI, ausgestattet. Beide Videoausgänge können übrigens gleichzeitig auch verwendet werden. Sonst hat das MSI X340 noch 2 USB-Ports, einen Cardreader, einen Kopfhörerausgang und den Mikrofoneingang. Die 1,3 Megapixel Webcam arbeitet bei geringem Licht sehr gut, allerdings hat sie Probleme im Freien, den Kontrast bei hellem Sonnenschein zu kompensieren. Der Bildschirm hat eine Diagonale von 13,4 Zoll mit einer hohen Auflösung von 1366x768 Pixel im Widescreen-Format. Die Helligkeit erreicht mit 190 bis 263 Lux wirklich hervorragende Werte. Allerdings ist die Ausleuchtung nicht ganz homogen. Aber dank der hohen Helligkeit und vor allem des starken Kontrastes kann man mit diesem Spiegeldisplay wirklich gut im Freien arbeiten. Sollten die Spiegelungen zu stark sein, dreht man einfach das Notebook in eine andere Richtung, sodass diese nicht mehr so auffallen. Das MSI X340 wiegt gerade mal 1,3 Kilogramm, das ist sogar weniger als manche 10 Zoll Netbooks. Und kann deshalb leicht überall mitgenommen werden. Mit aktiviertem Eco-Modus verbraucht das MSI X340 nur 7 Watt. Hier macht sich der Intel Core 2 Solo Prozessor auf jeden Fall bezahlt. Der 4-Zellen-Akku fasst aber wegen der dünnen Bauweise nur 23 Wattstunden. Damit ist die Laufzeit auf knapp 4 Stunden und 20 Minuten begrenzt. Realistisch sind eher 3 Stunden mit aktiviertem WLAN. Videos laufen maximal 2 Stunden.
MSI liefert das X340 Subnotebook mit einer wirklich sehr schönen Lederimitatschutzhülle aus. Vorinstalliert ist Windows Vista Home Premium. Allerdings hat das Betriebssystem am Anfang eine gewisse Neustartschleife, die man manuell deaktivieren muss. Die Herstellergarantie beträgt insgesamt 24 Monate inklusive kostenlosen Pickup-Service. Einen ausführlichen Testbericht zum MSI X340 Subnotebook findet ihr in Kürze auf unserer Website unter www.minitechnet.de. Vielen Dank für euer Zusehen und auf Wiedersehen.